Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja, hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Gaukler? Ja, ich bin der Gaukler. Schön, ihn zu erreichen. Ey, Mama, parat? Tut mir leid, wenn ich ihn gerade störe. Alles gut. Ich melde mich von Firma Marketzeit. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie schon mal mit Onlinehandel Erfahrungen gehabt? Habe ich jetzt leider nicht verstanden. Von wo melden Sie sich? Marketzeit? Genau, Marketzeit. Zeit, wie die Zeit. Also auf Englisch Time, Zeit. Nein, auf Englisch heißt es so wie Market Trading. Okay, wie heißt das nochmal? Market Zeit? Stehe ich nicht. Egal. Market Zeit, ja, genau. Ist ja unwichtig, der Name auch, weil das, ne? Ja, und wie geht's weiter? Ja, also haben Sie schon mal, ich wollte Ihnen fragen, ob Sie schon mal mit Onlinehandel Erfahrungen gemacht haben? Nee. Nein, okay. Haben Sie gerade Zeit oder störe ich ihn? Ja, ich habe Zeit, ich bin frei gerade. Mich können Sie buchen. Okay. Ja, ja. Okay. Also, was ich Ihnen sagen möchte, also ich möchte mit Ihnen ein paar Informationen teilen, wie das bei uns also funktioniert. Ja. Natürlich, wenn Sie auch Zeit haben, mich 2 Minuten zuzuhören. Ja, wie gesagt, Sie können mich buchen dann, ne? Das ist kein Problem. Okay. Ist so teuer. Eine Frage, ja. Wie alt sind Sie? Wer ich bin? Wie alt Sie sind? Ich bin nun 27 Jahre. 27? Ja. Okay, Sie sind ja ganz jung. Eigentlich nicht. Also mittleres Alter. Also 27 ist schon gut. Schon gut, oder? Also schon... Ja, also das ist das erste Mal, also dass einer von Klienten so 27 ist. Sonst am meisten telefoniere ich mit Menschen, die über 50 sind. Ja, das glaube ich gern. Ja, das glaube ich gern. Weil die sind ja gleichgläubig. Die kann man dann, ne, gut hinter den Ohren führen dann. Es geht nicht da... Nein, es geht nicht darum. Ach so. Dass sie gleichgläubig sind, so, nein, hat damit nichts zu tun. Nee, heißt, wegen der Kirche, da, ich meine, also, weil die ja gläubig sind, Kirche. So, okay. Ja, also, mein Name ist Emma, wie gesagt. Hallo Emma. Und, ja. Ich habe gestern bei QVC, ich habe gestern Langeweile gehabt tatsächlich und da habe ich QVC geguckt und da habe ich auch diese Emma-Matratze geguckt. Also bei QVC haben die Angebot gehabt. Emma-Matratze, kennen Sie die? Nein. Okay, schade. Ich habe gedacht, das wäre Ihre Matratze, weil die heißt auch Emma. Nein, nein. Haben Sie nichts mehr zu tun mit der Matratze? Emma One? Nein. Ach so. Habe ich mich wohl vertan. So, was ich dir erklären möchte wegen der Arbeit. Ja? Also, Sie haben bestimmt schon mal von Aktien, Indizien, Kryptowährungen, Rohstoffe, Forex und so weiter gehört, oder? Ja, ich habe diese Bitcoin mal gehabt, diesen Bitcoin ein. Also so 0,00 irgendwas. Weil, okay, und also, was ist Ihre Meinung über Bitcoin? Ja, ich sag mal so, also ja, eigentlich im positiven Sinn ist das natürlich alles negativen. Aber natürlich, ja, wenn man zusammenfasst, natürlich ist man so bei Pi mal Daumen 0. Und dann sind wir eigentlich bei den Dividende 5. Ungefähr jetzt. Verstehe. Verstehen Sie, ne? Also, bei uns ist es so, dass wenn wir jetzt, also ich erkläre dir, wenn wir eine neue Kunde bekommen, also und bei unserer Plattform, wir geben diese neue Kunde 2 Wochen eine Testphase, um unsere Plattform auszuprobieren. Natürlich, dabei sind Sie nicht alleine, dabei haben Sie auch einen Finanzberater. Der Finanzberater wird Ihnen auch garantieren, dass, 20 Euro Profite. Also Sie werden jeden Tag 20 Euro profitieren, also davon diese 2 Wochen 20 Euro Profite machen. 20 Euro pro Und, Monat? Pro Tag ist das. Ach, pro Tag? Ja, genau. Und wie viel ist das dann? Wie viel ist das dann im Monat? 20 Euro pro Tag? Also,
das ist ja nur 2 Wochen. Also die Ja. Testphase ist ja nur 2 Wochen. Für 2 Wochen kann man sagen. Ich, also ich bin nicht so gut in Mathe, Ach aber so, da also müssen Sie ja 20 da mal 14 rechnen. Was ist das denn? 20 mal 14? 20 mal 14 Sekunde. Ja, ich. Ja. Der Taschenrechner wird gezückt. 280. Das haben Sie gut ausgerechnet. Haben Sie es im Kopf gemacht oder? Nein. Taschenrechner. Nee, ne? Nee, ne? Ich auch nicht. Nein. Ich war noch nie gut in Mathe, Nee, wirklich jetzt. ich auch nicht. Nee. Nee. Nein. Dann Also, haben Sie auch ich wahrscheinlich eine. war gut in anderen Ja. Fächern, aber in Mathe nicht. Nein. Genau, so Deutsch, Schauspieler können Sie gut wahrscheinlich, oder? So Schauspieler G Ja. können Sie, oder? Ja. Glaube ich so, würde ich mal vermuten. Ja, So hören Sie sich an. ich hatte sogar eine Lehrer, so der immer bei mir zu Hause gekommen ist und mir geholfen hat, und Ach. trotzdem war ich 0, 0, 0 in Mathe. Eine Null? Ach. Was hat er denn gemacht dann? Ich glaube nicht, dass er ihnen geholfen hat in Mathe. Ich glaube, der hat was anderes gemacht, aber naja. Ne? Der hat immer schon so viel geredet und ich Ja. habe immer ja gesagt, ja, ich hab's verstanden, aber Ja. tja. Ich sag immer Pi mal Daumen und das reicht immer dann. Ne? Wenn ich irgendwas haben will, so Pi mal Okay, Daumen ungefähr dann. Ne? Haben Sie auch immer eine 5 ja. gehabt in Mathe? Ich habe immer eine 5 gehabt auf dem Zeugnis in Mathe. Ja, mein Mathe war 5, Ja, glaube fast ich. zu 6. Ja, das ist ja in Ordnung noch. Ne? Voll die Niete gewesen in Mathe, ey. Naja, ich, wie gesagt, Kann doch nicht ja. jeder schlau Und was sein. ich... Vielleicht sind sie ja schlauer als ich, Nee. ne? Nee, das glaube ich kaum. Ne. Okay, kann ich es weiter erklären? Gerne. Okay. Was ich jetzt dir auch sagen möchte, kann ich mit dir und ich sprechen, du ich sprechen, weil wenn ich die ganze Zeit sie sage, die Ja. sind ja nicht so alt, die sind Nee, jung. ich bin jung. Ich bin ein junges Bürschlein, das stimmt wohl, ne? Das Ja, stimmt. also. Ja, Sa sagen Sie einfach du. Und ich sage einfach oh, du. Okay, Du das ist Dummmann. auch gut. Einfach du Dummmann, einfach dann. So, also wie gesagt, du wirst also 20 Euro jeden Tag profitieren, und nicht nur das, Ja. also von unserer Seite werden sie auch 200 bis 300 € im Wert von Angebot als Bonus bekommen. Ach so. Und ja, das ist 200 bis 300 € als Bonus von unserer Firma. Ja. Und um ein Konto zu aktivieren lassen, können Sie halt mindestens mit Betrag 200 € anfangen. Also, wenn Sie mit 200 anfangen, bekommen Sie von uns 200 €. Dann Ach. haben Sie 400, also dann hast du 400 Ja. auf deinem Konto. Also das, wichtig ist nicht das Geld, also von Ihnen, sondern die Prozente, die du jeden Tag machen wirst, und ja, das ist wichtig. Die Prozente, die du machen wirst bei unserer Plattform. Die Also sind wir wichtig. haben eine Plattform, was ich dir zeigen kann. Ja, könnt ihr das buchstabieren? Dann google ich das also, dann gehe ich auf die Ja, Website eben kurz. aber erstmal, hast du ein Programm wie Anydesk? Was ist das? Das ist ein Programm, wo wir uns zusammen verbinden können. Ach so, So kann Skype. ich dir auch besser zeigen. Ach so, haben Sie auch Skype? Was? Skype? Nein, das ist nicht Skype. Ach so, haben Sie das so? Na. Nein, das ist nicht Ja. Skype. Hast du einen Laptop dabei oder machst du das per Den Handy? müsste ich anmachen. Den müsste ich anmachen. Okay, machst du deinen Laptop an? Ja, können Sie schon mal die Seite buchstabieren, mal eben? Dann kann ich mich gleich einloggen auf die Seite. Ja, das müssen wir halt zusammen machen, das Ach mit den so. Einloggungen. Ach, kann ich das nicht alleine? Bin ich da zu dumm für? Oder wie? Nein, 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 es Nein, ist nicht nein. das. Nee, Die nee, das Sache ist, ist. dass ich kann, weil wenn wir uns verbinden und ich dabei Ihnen zeige, muss ich dir auch erklären, Wie also verwirrt. was das ist und wie das funktioniert Aber und jetzt hier so. nicht so ein Astro-Scheiß da, ne? Mit verbinden da. So was mache ich nicht. Nicht, Nein. dass wir unsere Seele verbinden oder sowas.
Nein, nein, nein. Das ist ein Programm. Wir verbinden uns beide. Ja. Das machen wir mit jedem Person, den wir telefonieren, ja? Ach Also so. wir verbinden uns und sie gehen selber, also sie können das nur benutzen. Ich schaue nur, was du machst. Also du gehst auf Google nur, auf Suchleistung, also du schreibst den Firma und ich werde dir das erklären. Ach so. Ich habe gedacht jetzt irgendwie, dass sie sich irgendwie verbinden mit der Seele von meinem bösen Teufel oder sowas. Und dann, dass wir irgendwie den Teufel ausmerzen, dann weißt du, so ungefähr. Das kennen Sie ja, dieses Buch da. Das eine Nein. Buch, das ist ja ganz bekannt zurzeit. Himmel und Nein, Hölle heißt nein. das Buch. So, ich kenne das nicht. Ich starte dann kurz meinen Computer, ja, für dieses Anidesk. Okay. Ja, das ist gut. Du hast Zeit. Können Sie eben kurz nochmal dann den Firmennamen buchstabieren, damit ich die Webseite aufschreiben kann? Ja, einen Ja, Moment. da ist ein Windsturm. Windsturm in Ihr Callcenter. M wie Martha. Also www.m wie Martha, ja. Genau. Matratze Emma, Nein, ja. Sie müssen das nicht www nicht Ach, machen. das braucht man gar nicht. Nein. Ach so. Also M, ja. Okay, M wie Martha, hast Ja, du? ja. A wie Anton. Ah, doch, Matratze. Matratze Emma. R wie Richard. Ja. K wie Kaufland oder Kölner. Kaufland, ja, das ist ein Land. Kennen Sie ja, das ist in Europa. E wie Emily, Emma. Ja. T wie Theodor. Ja. S wie Siegfried. Ja. I wie Ida. Ach so. Ja. Einen Moment, wo war ja? D wie Dora. Ja. Nochmal E wie Emily. Ja. Punkt. Punkt. E wie Emily. Ja. U wie Ulrich. Ah, marketzeit.eu. Ach, das Zeit. Ich habe schon gehört, Zeit. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall dann, ne? Schon mal eins haben wir. So. Einen Punkt haben wir schon mal. 1:0 für uns. Genau. Sie können da auf Deutsch machen, damit Sie das Ja. besser. Oder Sie können Englisch bestimmt. Ja. Okay, wie es besser passt. Also ich muss erstmal meinen Computer noch hochfahren. Ich habe das auf einen Zettel im Papier geschrieben erstmal. Okay. Ne, man muss sich ja alles merken, so ein bisschen. Ne, und wie funktioniert das dann? Wie werde ich dann die 20 Euro pro Tag gewinnen? Ja, also, wie du das machen wirst. Also, erstmal loggen wir dich bei unserer Firma ein. Genau, als Dann Administrator. da wirst du ihrem eigenes, also da wirst du dein eigenes Konto haben. Da wirst du die Prozente sehen, da wirst du die Profite sehen, die Profite machen. Und nachdem, also ich kann Ihnen nur das erklären, danach, wie Sie die Profite verdienen werden, das wird mein Finanzberater mit Ihnen besprechen. Ach so, können Sie das gar nicht? Also ich kann das nicht machen. Das kann nur der Finanzberater machen, also dir das erklären. So. Er wird dir das sagen, wie du wie du das Geld bekommen wirst. Ach, ist das dann manuell oder was? Mit dem manuell handle ich dann? Nochmal? Handle ich dann mit manuell? Also den Fußballspieler manuell? Nein, ich kenne ihn nicht. Ach so. Ist das dann auch vollautomatisch oder wie? Ist das dann alles vollautomatisch oder wie? Oder manuell? Ich check gerade nichts. Also wie handle ich denn dann? Manuell oder vollautomatisch? Also, na, wie sie handeln werden. Ja, genau. Also. Aber wie? Vollautomatisch oder manuell? Warte kurz eine Sekunde. Ja, ich glaube, du verstehst das nicht, oder? Ich kann das eben noch mal so ein bisschen buchstabieren dann. Manuell. Oder automatisch, auch genannt vollautomatisch. Also, Ja. bin wieder da. Ja. Sie können so handeln, wie Sie möchten, also.
Ja, aber wie denn? Manuell oder Sie vollautomatisch? möchten das, also wenn du möchtest, das kannst du mit dem Finanzberater machen oder wenn du möchtest, das kannst du auch alleine machen. Ja, also kann ich beides dann, oder? Ja, das ist also Ah, wie so, sagen Sie das doch gleich. möchtest. Ja, also, Ja. hast du den Computer Der Computer ist an, ja, der ist hochgefahren. Der hat aber noch Windows 7. Okay. Windows 7, haben Sie das auch? Ich wollte mir bald jetzt irgendwie Was? dieses. Haben Sie auch Windows 7? Nein. Ach so. Haben Sie schon Windows XP, das neue Windows? Nein. Auch nicht. Ach so, Apple oder wie? Oh, wow. Nein, unser Computer ist ein anderer Computer. Ach so, hat das gar keine Betriebssoftware oder wie? Kein Betriebssystem. Was für ein haben Sie? Apple? Ja, ich habe hier so ein Huawei oder sowas irgendwie. Huawei Play Ah, Note. okay. Da steht in kleingedruckt spioniert von China. Ist das richtig? Weiß nicht, ja, keine Ist Ahnung. glaube ich, ist schon okay, oder? Einfach, dass das China spioniert, ja. Naja, ich würde sagen mal, zum Glück überhaupt ein Laptop, ne? Ja, ich wollte, ne, besser eins haben als gar nichts haben, ne? Sagt man ja immer. Genau. So, ladest du kurz diese App herunter, also diese Anydesk, ich werde dir das buchstabieren. Geht das auch auf diesen Windows 7? Das Was? geht auch, Ja, ne? das kannst du auf Ach, kann ich ge auf Gewährleistung zurücksenden, das Laptop oder wie? Ja, guck mal, gehen Sie bei Suchleistung bei Google? Kleinen Moment. Ja. Ja, ich höre jetzt. Ja, jetzt schreiben Sie da bei Suchleistung A Also, wie Anton. soll ich das jetzt im Huawei Play Store eingeben oder wo soll ich das jetzt eingeben? Ja, du kannst das, also da, wo du Programme auf deinem Laptop herunterladen kannst. Ach so, diesen Windows Play Store, ich weiß es gar nicht genau. Also ich habe hier diesen Internet Edge, Internet Explorer und dieses Mozilla Firefox Chrome. Also, auf deinem Laptop kannst du ein Programm herunterladen? Ja, von wo denn? Von wo kriege ich das Programm denn? Ja, gehst du bei Suchleistung bei Google, wo du was suchen möchtest, dass du siehst und so. Ach, der Taskbar Manager. Da muss man dann wahrscheinlich seinen Dividendencode X64 ausführen, oder? So. Nein, also du gehst nur bei Google rein und du gehst bei Suchleistung und da werde ich dir dieses Programm buchstabieren. Du drückst da drauf und dort Ja? wirst du schon den Programm sehen. Ach so, Sie meinen, ich meine jetzt, ich soll jetzt in Mozilla Firefox Chrome reingehen? Genau, bei Ach Google, bei so. Safari, wie heißt das? Google, wo du was suchen Also kannst. bei mir heißt das Mozilla Firefox Chrome. Das ist mein Browser. Okay, Webbrowser. das ist dann anders bei dir. Ja, ich habe das neue schon. Das neue Windows 7. Okay. Das kam erst gestern raus. Ja. Ja, also. So, ich bin jetzt bei Google. Okay, schreibst du jetzt A wie Anton? Ja. N wie Nordpol? Was schauen Sie? Was schauen Sie? Wie, was schaue ich? Nee, das sagt man doch immer, oder nicht? Also weiter. Was soll das heißt ja weiter, heißt das ja. Okay, wie Y? Ü wie Y? Genau. Ja, also ein Ü Wie oder Dora? Y. Ja. D, ja, Y. Anydesk, ja. Genau, Anydesk. Drücken Sie auf Anydesk. Any DVD habe ich hier. Anydesk. Das ist so ein Programm, der ist so rot, mit so einem Quadrat drin, rot. Any Und DVD die ist eine. große Ja, Klappe, ich habe das was jetzt hier. Any DVD ist eine Software für das Betriebssystem Windows. Sie befreit Video-DVDs unter anderem von Kopierschutzmechanismen. Ist das nicht illegal? Also das ist ein Programm, also wie ich dir gesagt habe, ein Programm, wo wir uns beide verbinden können. Dann Gut. jetzt steht da bei dir mein Anydesk und Download, also herunterzuladen. Donut? Lade das herunter.
herunter, da wo steht, guck mal, es steht Zugriff schauen, jetzt, das heißt, greifen Sie Sie jederzeit auf, da wo steht, greifen Sie jederzeit auf jedes Gerät so von überall, ja, immer sicher und schnell. Und da ja, müssen Sie bei jetzt herunterladen drücken. Ah, ja, genau. Ja, beim Ü wie Y sehe ich das jetzt. Und jetzt sehe ich das Angreifen No. Ja, jetzt sehe ich das auch hier. Okay. Das ist ja dieses, die schnelle Remote-Desktop-Anwendung. Genau. Genau. Ah, My AnyDesk 2. Ja, ich sehe es. Genau. Version 7. Also, laden Sie das herunter? Ja. Also installieren. Soll ich das auf mein Bootmenü installieren oder ist das egal oder lokal? Ja, das installieren. Ja. Na dann. Das dauert kurz, weil ich habe schlechte Internetverbindung gerade. Weil ist gerade ein Blitz in die Satellitenschüssel eingeschlagen. Deswegen ist das Internet schlecht. Daher können Sie mir irgendwas erklären. Arbeiten Sie? Arbeitest du? Ja, ich arbeite, genau. Was für eine Arbeit machst du? Ich bin Drahtzieher. Was? Drahtzieher. Arzttier. Ja, genau, Arzttier. Nee, Drahtzieher bin ich. Ich muss heute meine Katze zum Arzt bringen. Ach so, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich muss sie bringen, weil ich glaube, jetzt ist ihre Zeit, wo sie weint den ganzen Zeit. Sie liegt auf Boden und ihre hintere hebt sie hoch. Und ich weiß nicht, was sie braucht. Aber ach, auf jeden weint. Fall, den ja, sie weint und sie so hebt ihre hintere, ja, also, Popo. Ja. Nach oben und ich weiß nicht, ich glaube, weil sie, also wie sagt man, sie ist eine Jungfrau. Ach so, vielleicht ist das ja gar keine Katze, sondern ein Strauß. Weil Sträuße tun immer den Kopf in den Sand stecken und dann heben die mal ihr Hinterteil nach oben. Vielleicht haben sie gar keine Katze. Den ganzen Zeit, ja, den genau, ganzen Zeit gegessen, sie hat geweint. Geweint. Und ihre hintere nach ja, hochgehoben. Ach. Ja. Ihre Schwanz bleibt den ganzen Zeit auch nach oben und so. Ich ja, weiß nicht, was mit ihr los war. Ja, einfach mal ein Taschentuch geben. Dann kann sie mal auspusten da, Augen, ne, Tränen. Und ich weiß ja gar nicht, können Katzen weinen, echt? Also habe ich gar nicht gehört. Die machen immer nur Miau. Nein, also Miau, sie hat auch gehustet. Ach, gehustet auch? Ja, sie hat auch gehustet. Ach, Kettenraucher. Also, was, raucht ihre Katze oder was ist das? Nein, nein. Vielleicht hat der Raucher Husten. Ich weiß nicht, was sie hat, Mann. Ich habe so geheult gestern, ja, weil ich dachte, es passiert irgendwas. Oh, das ist schlecht. Nee, ich glaube, die Katze ja, geht's gut, glaube ich. Die möchte ich nur schnell weg. Ja, es oder geht was, ihr gut. Also sie ja, hat ganz danach so halt neben mir geschlafen. Sie war ja, ruhig. Aber wenn man sie anfängt oder sie man, oder wenn man sie ruft und sie hebt sofort ihre hintere hoch. Ach, gibt's ja gar nicht. Ja, ich muss sie heute zum Arzttier bringen. Vielleicht will die Katze ja irgendwas mitteilen damit. Irgendwie leckt mich am Arsch oder sowas. Wenn die sie rufen oder sowas. Ist das eine Beleidigung so? Sie hat den ey, tut mir leid, dass ich dir das gerade sage, ne? Ja. Aber sie hat den ganzen Zeit ihre Puppen geleckt. Ach. Vielleicht ist da was nicht in Ordnung. Vielleicht ist da irgendwie eine Motorfehlfunktion oder sowas. Ich weiß nicht. Also ich würde es erstmal natürlich zum Tierarzt bringen, ne? Vielleicht zum Drahtzieher. Haben wir verwechselt mit dem Drahtzieher natürlich dann. Ja, ja, das werde ich heute auf jeden Fall machen, ja, weil ich habe sehr Angst um sie. Also nach meiner Erkenntnis direkt in eine Notaufnahme damit. Also mindestens. Weil das ja, ist ja nicht gut, ne? Die Katze, die hat vielleicht Schmerzen, deswegen weint die auch immer dann. Ja. Oder sie haben sich Zwiebeln geschnitten, deswegen vielleicht. Aber weiß es nicht. Nein, also sie hat schon ihre ganze Impfungen ja, und so alles so bekommen. Ja. So, weil okay, sie ist jetzt schon seit, also wir haben sie, als sie neu geboren ist, genommen, so eine ja, Woche vielleicht, so, und jetzt ist sie 9 Monate. Ach, 9 Monate und dann, jetzt nach 9 Monaten schreckt sie den Arsch in den Himmel. Na, was ist das denn? Keine Ahnung. Na, vielleicht geht's ja nicht gut, vielleicht ist sie krank, vielleicht war die im Urlaub, war krank und hat's vergessen. Kann sein, vielleicht.
Ne? Sie Das bleibt wäre. nur zu Hause, sie geht nie raus. Ach, war die noch gar nicht im Urlaub? Nein. So, vielleicht braucht die mal Urlaub. Vielleicht, dass das irgendwie Ich langweilig ist zu weiß nicht. Hause. Vielleicht braucht die so einen Kratzbaum oder sowas. Oder irgendwie so eine neue Tapete, die sie kaputt machen kann. Ja, wenn mal gucken. Einfach ein neues Sofa kaufen im Zweifel. Das macht die wohl kaputt dann. Dann hat die Spaß. Dann weint die auch gar nicht mehr. Dann ist sie glücklich. Ja. Oder Wurde Katzenfutter, ne? Das Gute. Andy das heruntergeladen? Ja, Andy, das ist jetzt heruntergeladen. Okay, gehst du jetzt da rein? Ja. Okay, was steht dir da jetzt da bei dir? Da steht, was gibt's Neues in AnyDesk 7.1? Netzwerksuche. Okay. Achtung vor Betrüger, die Sie zwingen, AnyDesk herunterzuladen. Laden Sie das nicht auf und legen Sie schnell auf. Und dann steht da irgendwie Ihre Adresse noch. Hä? Also ihre Adresse und dann einladen und sowas und keine Ahnung. Das ist so eine Zahl und eine neunstellige Nummer oder sowas. Ja, da ist eine neunstellige Ja, Nummer. genau. Ja, die habe ich hier. Können Sie mir das geben? Ja, das ist 549. Neun? Also 549.911.527. Um es kurz zu fassen. Können Hallo? Ja. Also, wie gesagt, ne? Wie ich schon sagte jetzt. Haben Sie Also, Sie haben den ganzen. 5, 4, Also. 9? 5, 4, 9. 9, also 9, 9, 11? Darf man gar nicht sagen eigentlich. 9, was noch? 11? Ja. 5, 2, 7. Da kann ich jetzt auch nichts für. Musste raus. Das war wirklich meine Nummer. Okay, nimmst du mich an? Eigentlich sollte man sich ja keine Scherzchen drüber machen, aber egal. Nehmen Sie mich an? Ja, ich nehme Sie gerne an. Also, mein, wenn Sie vorbeikommen würden jetzt, ne, auf eine Tasse Kaffee. Ja, auch ein Sicherheitswarnung. Kaffee würde schön sein. Da steht jetzt Sicherheitswarnung. Eine andere Person möchte auf Ihr Gerät zugreifen. Wenn sie dies akzeptieren kann, dann kann diese Person alles tun, was auch immer sie ihrem Gerät tun können. Zum Beispiel Geld senden, SMS und E-Mail lesen. Nicht jeder Support-Mitarbeiter hat gute Absichten. Sollten Sie Zweifel haben, lehnen Sie diese Anfrage bitte ab und informieren Sie sich in unseren Artikel. Und dann muss ich da so eine Checkbox anhaken. Ich bin mir der Risiken bewusst. Okay. So, wir sind jetzt drauf, glaube ich, PC. Nein, weil du mich noch nicht angenommen hast. Doch, sie heißen PC. Und ihre Nummer ist die 838 145 511. Ja, sie haben mich, du hast mich nicht angenommen. Doch, ich habe dich angenommen. Komm ruhig her. Okay, also sie Jetzt haben bis jetzt die ganze Zeit mit mir Spaß gemacht, ne? Haben sie abgelehnt. Jetzt sind sie weg. Hä? Ja, weil du mich nicht angenommen hast. Doch, ich habe dich angenommen. Okay, guck mal, ich mache gerade meinen Job und sie Ja. machen hier Ja. gerade Spaß mit mir. Nein. Hä? Schicken Sie doch noch mal eine. Ich habe gerade angenommen. Nimm mich noch einmal an. Ich nehme dich immer an, Schätzchen. So, jetzt Moment. Jetzt ist ja wieder die Sicherheitswarnung wieder. Das ignorieren wir mal. Akzeptieren. So, PC ist drauf auf mein AnyDesk. Ist nicht, bei mir steht nicht. Doch, hundertprozentig. Ich hab Video, Ja, ich aber hab bei einen mir steht noch Fotobeweis. Connecting, also ist nicht verbunden. Doch, also ihre AnyDesk heißt PC. Das sind Sie, PC. Ach so, nee, jetzt muss ich annehmen. Stimmt ja, Sie haben recht gehabt. Das war mein Fehler. Entschuldigung. Tut mir natürlich sehr leid. Alles gut. Ja, ne? Nochmal So, grad Schiss ein gehabt. Moment. Jetzt gehen wir auf diese Microsoft Edge.
Ja, Mikro-Edge. Genau. Ich mache das für dich. Ja, danke. Aha. Ach so, können Sie das jetzt alles machen für mich? Das ist ja interessant. Dann können Sie das alles für mich machen. Hier können Sie auch einzahlen für mich vielleicht. Aber natürlich nur, wenn es geht. Nochmal? Können Sie das alles für mich machen hier? Also, was ich machen muss? Ja, nein, ich werde dir das jetzt Ach erklären. so, ja, gerne, immer her damit. Na, lass hören, Okay. Bruder. Jetzt hier, wo ich drücke, bei jetzt investieren. Das ist also unsere Plattform. Ach Okay? so, das ist die Plattform. Upsala. Ja, das ist unsere Plattform. Kannst du hier die Name, Nachname schreiben und so alles? Ja. Ich brauche den Namen oder was? Ja, deinen Namen, dein Nachname, alle. Ach so, ich habe mich doch schon registriert. Damit sie in unsere, also damit sie in den Plattform reinkommen können. Ah, ja, okay, das klingt Ja. interessant. Ja. Also, lassen Sie die Maus frei? Können Sie das nicht machen? Ja, la lassen Sie die Maus frei? Okay, ja, habe ich. Haben Sie die Maus freigelassen? Ja, ich hab den, ich fasse gerade den Maus nicht. Ach so. Oleg Schuk. Uff. Haben Sie kein Deutschland oder was? Was ist denn jetzt los hier? Also, da kannst du Germany schreiben, da wird schon Nee, ich angezeigt. lebe doch in Deutschland. Schönen guten Tag, hier ist Thomas Müller. Ich rufe Sie an von Ölprofit. Spreche ich mit Herrn Gaukler? Hallo, Wesser? Thomas Hallo, Müller. hören Sie mich? Ja, ich höre. Ist das Ihr Kollege oder wer ist das? Nein. Hier ist Thomas Müller von Ölprofit. Spreche mit Herrn Gaukler. Wer sind Sie denn? Ich rufe Sie an, Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Online Handel. Nee, ich bin ja schon mit Ihrer Kollegin am Reden hier. Wie mit das Kollegin? Ja, mit der Kollegin rede ich auch gerade schon die ganze Zeit. Bist du noch da? Hallo? Emma? Wer ist diese Kollegin? Emma? Emma? Hallo, Emma. Emma? Ich habe immer mit dieser Emma gesprochen, da, mit der Emma-Matratze. Jetzt ist sie weg. Mit wem sprechen Sie da? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich bin Thomas Müller von Ölprofit. Nee, kann nicht sein. Ich habe Angemeldung, Sie haben Anmeldung gemacht bei Online-Handel. Nee, kann nicht sein. Woher kommen Ihre Daten denn? Ich hab mich bei Bitcoin Code angemeldet. Das ist unsere Partnerplattform. Hallo? Oh, wer sind Sie? Wer sind so viele Leute hier? Hallo? Hallo? Was Hallo, ist? wer ist an unserer Seite? Bitte, darf ich wissen? Wo ist Wir machen Emma? ein schönes Meeting hier. Wo ist Emma? Ich habe viel zu tun. Also Hier wollen Sie ist mit Thomas Emma Müller sprechen, von ja? Ölprofit. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich kenne Sie gar nicht alle. Wo ist denn Emma? Irgend so ein Thomas Müller oder was? Aufgelegt. Hallo? Ja, Emma? Ja, mit wem haben Sie gerade eben gesprochen? Ist das, ich habe keine Ahnung, ist das Ihr Kollege gewesen? Ja, das war mein Kollege, der hat aus Versehen bei Ihnen angerufen. So. Ah, Hier okay. ist Thomas Müller von Ölprofit, Hä? genau. Sie haben sich angemeldet wegen Onlinehandel. Emma, ist das dein Kollege oder wer ist das? Also, was ist das, Wer ist was Sie da? mir gerade auf dem Handy zeigen?
Hallo. Wer ist da? Mit wem spreche ich denn da? Herr Gaukler, hören Sie mich? Gaukler, ja, das ist mit dem möchte ich sprechen. Ist der Herr Gaukler da? Herr Gaukler. Ja, aber Emma, kannst du dann okay, kannst also, du sagen, dass dein Ich hab keinen Bock mehr, deine Spielchen hier mitzumachen. Ich weiß nicht, wer sie am Handy mir geben. Sie haben Emma, sich angemeldet Emma, wegen Onlinehandel. Ja? Hör doch auf, Thomas Müller, da wer du bist. Ich kenne dich doch gar nicht. Sie haben sich hier angemeldet wegen Onlinehandel. Ihre Daten sind aus dem Himmel hierhin geflogen. Emma, können Sie den rausschmeißen? Ich kenne den nicht. Nee, das kann ich nicht machen, weil das machen Sie gerade. Na, ich mach nichts, Emma. Ich kann doch mit einer Person noch nur reden. Wecken Sie auf, diese Person. Sie haben mich doch angerufen, Emma. Ich kenne den Mann gar nicht. Also, von Ölprofit. Wenn du jetzt dieses Spielchen weitermachen möchtest, beenden wir das Gespräch. Emma, willst du mich gerade verarschen oder was? Ich kenne diesen Mann gar nicht. Guten Tag, hier ist Ali Müller. Sie rufen an wegen Trethandel. Ey, was ist das denn hier? Hallo. Hallo, wer ist da? Warte. Emma, was machst du? Okay, ist aufgelegt. Die ruft gleich mit einer Sprechnummer an. Kann sein. Sorry, ich wollte nicht. Hallo. Ja. Ja. Wer sind diese Typen? Ich kenne die nicht. Ich weiß es auch nicht. Nein, ich hab gedacht, das wäre Kollegen oder sowas. Hallo, Ali Müller hier. Was ist denn jetzt mit dem Handel? Wollen wir Ihr Konto aktivieren? Wer sind Sie denn? Abdurrahman. Hier ist Thomas Müller von Onlinehandel, von Ölprofit. Sie haben sich angemeldet. Hallo! Legen Sie auf! Das Konto aktivieren? Wo ist Emma? Meine ich verstehe Fresse, das nee. Nicht, diese, ich verstehe leg das doch, nicht, diese leg Angst. Doch auf, wer sind Sie? Ich kenne Sie gar nicht. Wo ist Emma? Haben Sie Frau Interesse, Emma, oder möchten nicht? Sie aktivieren? Frau Emma, aktivieren Sie das Konto? Oder wie jetzt? Hallo.